Susanne, ich freue mich sehr, dass wir heute hier im Klärchens Ballhaus, im Tanzsaal, ein Gespräch miteinander führen. Wem widmest du die Skulptur und diese beiden Rosen? Mein Mann und meiner Schwester. Mein Mann Bernd ist im September 2009 verstorben, im Alter von 58 Jahren. Und meine Schwester Christina ist im Februar 2015 verstorben, im Alter von 51 Jahren. Erzähl uns ein bisschen, wie hast du deinen Mann kennengelernt? 1977 bin ich nach Berlin gekommen, wollte 10 Jahre bleiben, ein bisschen Geld machen. Hab im Friseurgeschäft angefangen, die Schwester meines Mannes arbeitete da. Und dann muss man natürlich in eine Disco gehen. Und als Aufsichtsperson und den Aufpasser kam dann ihr Bruder, mein Mann, mit. Und so ging die Geschichte los. Er hat mich immer kontaktiert. Ja, und dann ging das immer so peu à peu weiter. Und dann kam, 81 ist der erste Sohn geboren, 87 der zweite Sohn. Ja, und dann waren wir 32 Jahre, waren wir zusammen dann. Kann man sagen, dass ihr ein glückliches Leben geführt habt? Ja, im Großen und Ganzen ja. Aber wir waren immer füreinander da. Es hat auch mal gescheppert, aber wir hatten ein glückliches Leben, ja. Du hast ganz früh in deinem Leben Tanzen für dich entdeckt. War das eine Kraftquelle für dich? Ja, ich gehe zum Tanzen. Es ist wie ein Abschalten. Ich bin in einer völlig neuen Welt. 1,5 Stunden tanze. Weißt du, was mir einfällt? Dieser Saal ist schon so uralt und hat auch schon Krieg miterlebt und bröckelt und ist rissig. Und gucke, es ist einfach nur schön, hier zu sein und noch zu spüren, dass hier auch weiterhin Leben ist. Es finden hier Veranstaltungen statt. Früher waren hier große Bälle. Einfach nur toll. Dein Mann war jetzt kein begnadeter Tänzer? Nein, der war wie so ein Tanzbär. 1 links, 2 rechts und fertig. Und stocksteif. Ich bin vor der Diagnose meines Mannes niemals mit Krebs in Berührung gekommen. Wie kamst du zu der Diagnose? 2008 im Sommer klagte er über Zahnschmerzen, richtig heftig. Ging zum Zahnarzt, der sagte, es kommt nicht vom Zahn, gehen Sie mal zum HNO. HNO guckt, sagt, das sitzt tiefer. Also dann zum Röntgen, da ist was. Und dann ging diese ganze Maschinerie los mit Biopsie, mit CT. Und dann stand es im Haus, Lungenkrebs. Mein Mann sagt zu mir so, setz dich jetzt in die Ecke und heul. Weil er hat sich vorher schon informiert und wusste, wohin die Reise geht. Und dann hat die Ärztin das bestätigt. Das war meine, so, wo ich zuerst begriffen habe, jetzt geht's los. Das ist ja wie ein Riss in das glückliche Leben hinein, oder? Es verändert sich von jetzt auf gleich alles. Jetzt ist dieser Raum ja auch brüchig und hat Risse. Kann man das vergleichen mit einer Situation, wenn so eine Krebsdiagnose einschlägt? Man kann sich dann so vorstellen, das ist ein wunderschöner Saal, das ist alles toll. Und wenn diese Diagnose kommt, dann bröckelt es genauso wie hier. Und dann merkt man, das Leben kann ganz schnell anfangen und Risse bekommen. Wo bezieht man als Angehöriger die Stärke her, diesen Moment überhaupt auszuhalten? Ja, es ist ganz schwierig und es ist derjenige, der betroffen ist und du bist diejenige, die damit auch klarkommen muss. Und wir hatten nur das Glück, dass in der Klinik, wo mein Mann war, ein großes Schild hing, es gibt eine Selbsthilfegruppe. Dann habe ich ihn gefragt, ich sage, guck mal, wie sieht's denn aus? Vielleicht erfährt man ein bisschen was. Wir sind da hingegangen und es war auch wirklich eine gute Sache, die einen aufgefangen haben. Die anderen die Hand genommen haben und haben gesagt, pass auf, so und so Erfahrungsaustausch. Und man fühlte sich nicht mehr alleine. Für mich war es nur, es waren auch Angehörige mit da. Aber hauptsächlich ging es immer nur um den Betroffenen, um den Patienten. Aber ich dachte, so jetzt ist dem seine Frau mit da. Wie fühlt die sich? Wie geht's mir? Und dann hat man sich da so ein bisschen unterhalten. Und jeder geht natürlich anders damit um, aber man kann trotzdem so ein bisschen jemandem die Hand reichen und sagen, guck mal, ich versuch's auf die und die Art oder wie machst du das? Und dadurch sind auch viele Freundschaften entstanden. Aber es ist ein verdammt schwieriger Akt, weil du stehst daneben, du hast die Ärzte, die machen irgendwelche Therapien, es geht bergauf, es geht bergab und du kannst eigentlich nicht helfen. Du
Du kannst nur im Kleinen versuchen, noch ein Stück Lebensqualität für ihn zu haben und musst wiederum für dich selber eine Quelle suchen, um wieder Kraft zu haben, um wieder für den Betroffenen da zu sein. Jetzt wirst du ja auf einmal schlagartig, wenn so eine Diagnose kommt, auch zur Betreuerin. Du hast einen Patienten und du bist nicht nur mehr die Frau. Wie war dieser Rollenwechsel bei dir? Ich war gar nicht mehr so Frau, ich war eigentlich nur noch Pflegerin. Ich habe nur noch funktioniert. Also Knopf an, du wusstest manchmal ja nicht, wie sieht es heute aus? Geht es ihm gut, geht es ihm nicht so gut? Kommt jetzt wieder so ein Ding hinterher nach irgendeiner Untersuchung? Und dann, wenn ich nach Hause gekommen bin, dachte ich immer, das stimmt alles nicht. Du bist hier wirklich in einem bösen Film. Aber die Realität holt dich dann jeden Tag wieder ein. Welche Spitzen nach oben und nach unten gab es während der Krankheitszeit? Wenn er von der Bestrahlung kam oder von der Chemo kam, wenn er dann wieder stationär aufgenommen wurde, oder man hat schon selber so einen Blick und man sieht die Bilder auf dem Bildschirm, dann weiß man schon, wo es hingeht. Und dann fällt man wieder in ein ganz tiefes Loch, weil es war absehbar, aber du wirst es nicht wahrhaben. Konntet ihr drüber reden? Ja. Wie offen habt ihr drüber geredet? Klar und direkt. Ja, es war hart. Ich war immer so ein Weichei. Ich habe immer wegen allem Möglichen geheult. Und dann hat er gesagt, ich werde sterben. Das heißt, ihr habt euch keine falschen Hoffnungen gemacht? Nein. Manchmal trifft der Satz ja zu, mit der Klarheit kommt auch die Einsamkeit. Am Anfang habe ich mich oft einsam gefühlt. Ich dachte, ich bin hier ganz alleine. Egal, was du machst, ob du dann auch tanzen gehst oder ob du zur Selbsthilfe gehst, es bleibt drinnen. Es ist immer präsent. Gab es Menschen, die sich während der Krankheitszeit deines Mannes und deiner Schwester von dir, von euch abgewandt haben? Das war so, wie als ob er eine ansteckende Krankheit hat. Freundschaften, die haben dann gesagt, ich habe meine eigenen Probleme. Bei meiner Schwester war es genauso. Die wahren Freundschaften erkennst du immer dann, wenn schwierige Situationen entstehen und wer an deiner Seite ist. Susanne, jetzt liegt nicht eine Rose hier, es liegen zwei Rosen da. Ja, für meine Schwester, genau. Meine Schwester hatte in jungen Jahren, so mit 23, Diagnose Multiple Sklerose. Ging jahrelang gut mit der Krankheit um, hat nie gejammert, obwohl es kommen ja auch Schübe, es ist schmerzhaft, es geht dir schlecht. Niemals. Und im Frühjahr 2012 ruft mich meine Mutter an und sagt, Susi, deine Schwester hat einen Notarzt gerufen, sie ist ins Krankenhaus. Ganz doll Oberbauchschmerzen und in dem Moment gingen bei mir alle Alarmglocken los. Ich habe auf Arbeit Bescheid gesagt, habe einen Flug gebucht, bin runtergeflogen, Diagnose Lungenkrebs. Welche Zeit liegt zwischen dem Tod deines Mannes und der Diagnose deiner Schwester? 4 Jahre. Jetzt hast du ja gewusst, wie der Verlauf der Erkrankung bei deinem Mann war. Konntest du mit deiner Schwester darüber reden? Nein. Sie wollte nicht so viel darüber hören. Da habe ich mich auch dann zurückgehalten, weil ich dachte, jetzt gehst du den Weg, um ihr beizustehen. Wenn sie was hören möchte, fragt sie mich. Da war sie immer so, wo sie gesagt hat, nee, das will ich alles gar nicht hören. Wenn sie aber mal gesagt hat, Susi, wie war es denn mit Bernd, mit der Chemo? Dann habe ich ihr gesagt, Bernd war Bernd, du bist du. Jeder Mensch ist anders. Es gibt kein Schema. Worin hat sich dein Leben nach dem Tod deines Mannes und deiner Schwester am meisten verändert? Du lernst durch solche Schicksalsschläge, was wichtig ist im Leben und was nicht so wichtig ist. Was macht die Krankheit mit einem Betroffenen? Du hast es erlebt. Ja. Und was macht es mit dem Angehörigen? Der eine geht ganz offen damit um. Und der andere möchte es nicht wahrhaben. Viele haben Angst um die Angehörigen. Was passiert dann? Und ist wichtig, dass es denen auch gut geht? Und die Angehörigen, die wissen überhaupt nichts. Die schalten völlig ab. Die sind einfach nur
man ist, also die sind nur hilflos. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass man mal sagt, komm mal, wir müssen mal ein bisschen reden. Und es freut mich dann immer, wenn ich jemand so ein bisschen, so ein kleines Stück mit auf den Weg gehen kann, wovon er ein bisschen profitiert. Das sind immer nur ganz, ganz kleine Sachen. Ich glaube, es geht ja bei einer Krebserkrankung auch darum, immer wieder den nächsten Schritt machen zu können. Es werden ja Therapien angesetzt. Und entweder funktioniert es oder es funktioniert nicht oder es funktioniert nicht so gut. Wenn man aber dann sozusagen an dem Status ist, du bist austherapiert, gibt es ja wieder einen Schritt. Und zwar einen ganz schwierigen Schritt. Was machst du jetzt? Soll dein Mann zum Beispiel zu Hause bleiben? Soll zu Hause betreut werden? Soll er palliativ betreut werden? Oder soll er ins Hospiz gehen? Die Ärztin hat damals zu uns gesagt, wir können auch ganz schnell dafür sorgen, dass sie zu Hause sind, dass zu Hause jemand dann ist und sie dann betreut. Und dann sagt er, nein, das tue ich meiner Frau nicht an. Ich gehe oft erstmal auf die Palliativ und wenn es dann noch geht, ins Hospiz. Susanne, es klingt für mich, als ob du zweimal völlig aus der Zeit gerissen wurdest. Was hat dir die Kraft gegeben, neben der Selbsthilfe wieder aufzustehen, weiterzumachen, sich dem Leben wieder anzuvertrauen? Weil mein Mann und meine Schwester Christina das niemals gewollt hätten, dass ich die Ohren hängen lasse und auf dem Boden lang rauche. Welche Rolle haben deine beiden Söhne in der Geschichte gespielt? Was mich dann am Ende, also als es zu Ende gegangen ist, so beeindruckt hat, wir waren alle da, also als mein Mann auf die große Reise ging, und wo die mir im Nachhinein gesagt haben, Mama, wir haben mit Papa gesprochen. Was ist denn in ein paar Jahren, wenn du mal irgendeinen anderen Kerl kennenlernst? Da hat er gesagt, naja, können sie doch. Egal wie alt, wie jung, welche Hautfarbe. Aber ihn sage ich euch, wenn ihr merkt, dass der eurer Mutter nicht gut tut, dann packt er den am Schlawittchen und schmeißt den raus. Also haben die auch ohne mein Beisein ganz viel mit meinem Mann gesprochen. Würdest du sagen, die sind nochmal anders erwachsen geworden in dem Moment? Oder ja. Durch die Situation? Ja. Ja. Was hat dir während der Erkrankung deines Mannes viel Kraft gegeben? Die Alltagsroutine. Ich bin morgens aufgestanden, habe mich fertig gemacht, war 8-9 Stunden arbeiten, ein bisschen einkaufen, Haushalt, abends für den Mann da zu sein und das eben Tag für Tag. Und zu wissen, du gehst dahin, man braucht auch so ein bisschen Abstand. Du kannst nicht 24 Stunden am Tag mit dem Betroffenen zusammen sein. Das funktioniert nicht. Aber so hatten wir immer diese Trennung. Susanne, was hat dir geholfen, wieder zurück ins Leben zu kommen? Man kann nicht nur in der Trauer leben und das Leben geht an einem einfach vorbei. Dass man eine bestimmte Zeit weint, traurig ist, böse ist, sich einigelt, ist okay. Aber dann hat es bei mir so Knall gemacht, hat gesagt, dein Leben geht weiter. Steh auf und mach was. Schritt für Schritt, man kann nicht alles auf einmal machen. Der erste Schritt war dann, ich bin arbeiten gegangen. Nach 6 Wochen war mir wichtig, geh wieder in die Selbsthilfe. Da sind Leute, die tragen dich. Und dann tanzen, dass du einfach abschaltest. Und das Stück für Stück hat funktioniert. Man wird wieder offener, die Trauer bleibt, keine Frage. Es geht einem auch mal schlecht, aber das Leben geht weiter. Aber das Bleierne ist raus? Das Bleierne ist raus, ja. Wann war der Punkt, als die Lebensfreude wieder zurückgekommen ist? Als man das erste Mal wieder selber gemerkt hat, du kannst ja lachen, du kannst ja glücklich sein, du kannst dich an einem kleinen Blümchen erfreuen. Wenn irgendjemand einen Blödsinn macht oder einen dummen Spruch raushaut, kannst du lachen und dann kannst du wieder herzhaft lachen. Das ist einfach toll. Susanne, ganz herzlichen Dank für dieses sehr persönliche Gespräch. Ich habe zu danken.